Wir sind nun am Ende dieses MOOCs angelangt. Unsere gemeinsame Reise in diesem Kurs hat uns von der Bedeutung von Diversität im Hochschulstudium zur Frage geführt, was diese Forschungsbefunde für Implikationen in unserer Lehrgestaltung haben. Sie haben hoffentlich hilfreiche Anregungen bekommen. Wenn Sie diesen Kurs selbstständig und nicht im Rahmen einer Weiterbildung mit Vor-Ort-Komponenten absolviert haben, möchte ich Sie einladen, mit jemandem über unsere Themen zu sprechen. Haben Sie Personen in Ihrem Umfeld, die sich dafür interessieren könnten? Dann tauschen Sie sich zu Ihren Ideen, den Ansätzen und Lehrstrategien in diesem Online-Kurs aus. Gute Kolleginnen können eine wichtige Quelle für Inspiration sein. Und wie wir in Andrea Wittmanns Beitrag gehört haben, geht es um das gemeinsame Engagement vieler an der Hochschule, das letztendlich Organisationen verändert. Zum Schluss möchte ich mich herzlich bedanken bei den vielen Kolleginnen an der Universität Wien und den mitwirkenden Expertinnen an unterschiedlichen Institutionen, ohne die dieser MOOC nicht möglich gewesen wäre. Der Online-Kurs profitiert enorm von dieser Vielfalt an Expertisen und Perspektiven, die in ihn eingeflossen sind. Und auch Ihnen, liebe Teilnehmende, danke ich für Ihr Interesse. Ich möchte Ihnen noch einen letzten Gedanken mit auf den Weg geben. Wichtig ist vor allem Ihre grundsätzliche Bereitschaft, sich mit Diversität in der Lehre auseinanderzusetzen. Lehre weiterzuentwickeln oder zu verändern braucht immer Zeit. Wenn man alles auf einmal umsetzen möchte, kann das schnell zu Überforderung führen. Besser ist, sich aus diesem Kurs ein paar wenige Anregungen mitzunehmen und wenn Sie die in Ihrer Lehre einmal einbauen, ist das bereits ein großer Schritt. In diesem Sinne, viel Spaß beim Ausprobieren, aber auch viel Neugier, Mut und, wenn nötig, auch Durchhaltevermögen in Ihrem weiteren Engagement.